Fünftes Buch. Drittes Kapitel. Über die vier Adverbien oder Konjunktionen, Bindewörter, die sind Navatelteil und Navatelteil. Absatz 1. Über die Konjunktionen Navatelteil und Navatelteil. Meistens bedeuten diese beiden Konjunktionen dasselbe und werden auf die gleiche Weise interpretiert, obwohl diese sich manchmal in ihrer Bedeutung unterscheiden, und manchmal wird die eine mehr als die andere verwendet. Diese Partikel, wenn diese nach Adjektiven platziert werden, machen Adverbien aus ihnen. Navatelteil wird auf diese Weise häufiger verwendet. Zum Beispiel: Navatelteil bedeutet gut und Navatelteil bedeutet wohl. Navatelteil. Lebt, Plural, gut. Navatelteil ist großartig. Navatelteil. Außerordentlich. Sehr. Navatelteil. Du hast unseren Herrscher sehr beleidigt. Andere Male, in anderen Fällen, wird Navatelteil vor das Adjektiv gestellt, so dass es ein erhaltendes Adjektiv bleibt, und dann bedeutet es, also, so, derart. Zum Beispiel: Wenn ich zu jemandem sage, dass er jemand anderen auf seinem Rücken tragen soll, kann er antworten: Navatelteil. Ich würde ihn tragen, wenn er nicht so schwer wäre. Und zu dem, den er tragen wollte, kann er sagen: Navatelteil. Womit, mit was, zum Teufel, hast du dich gefühlt, dass du so schwer bist? Diese Konjunktionen wirken auch, und hier wird Navatelteil auch eher so verwendet, als eine Präposition und zur Steuerung einiger Nomen, die nicht durch das Verb gesteuert, regiert, werden können. Zum Beispiel: Navatelteil. Bestellst du mir etwas? Befehlst du mir etwas? Dieses Verb kann nicht mehr als einen einzigen Akkusativ regieren. Navatelteil regiert den anderen Akkusativ. Navatelteil. Du dienst unserem Herrscher in nichts. Navatelteil bedeutet sehr oft, damit, so dass. Navatelteil. Tue Buße für deine Sünden, damit sie dir vergeben werden. Navatelteil. Der Grund, warum ich gekommen bin, ist nicht, um dir Ärger zu machen. In diesem Beispiel sieht man, wie Navatelteil dem Spanischen para oder dem Lateinischen ut entspricht, aber Navatelteil hat die Bedeutung von Ursache und Grund dafür, warum. Navatelteil hat oft die gleiche Bedeutung. Zum Beispiel: Navatelteil. Der Grund, warum ich gekommen bin, ist, um euch zu unterrichten. Navatelteil. Der Grund und die Ursache, warum ich zu eurer Siedlung gekommen bin, ist nur, damit ihr beichtet. Navatelteil und manchmal Navatelteil bedeuten auch als. Wie? In der Eigenschaft als. Zum Beispiel: Navatelteil. Unser Herr Jesus Christus starb nicht als Gott, sondern als Mensch. Navatelteil. Die Boten rannten so, dass sie zu fliegen schienen, um Montezuma zu beraten. Wörtlich: In gewisser Weise fliegen die Boten, während sie laufen, rennen. Navatelteil. Und Montezuma war sehr betroffen zu wissen, dass die Spanier sich bereits näherten. Wörtlich: Als er wusste. Navatelteil. Die Artillerie beim Entladen klingt wie ein Donnerschlag. Wörtlich: Die Artillerie, wie diese fällt, klingt wie ein Donnerschlag, wie er gehört wird. Navatelteil. Als er mit dem Sprechen fertig war. Wörtlich:
als er fertig war, als er sprach. Navatl-Teil ist oft ein Hinweis auf Staunen, Verwunderung. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Wie eiskalt es ist. Navatl-Teil. Wie es stinkt. Navatl-Teil. Wie jähzornig du bist. Navatl-Teil bedeutet auch seit oder bis. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Dies ist mir passiert, seit ich von hier abgereist, fortgegangen bin. Navatl-Teil. Von dem Zeitpunkt des Sonnenaufgangs bis zum Untergang habe ich mich kein bisschen ausgeruht. Ein Autor, der über diesen Mönch spricht, der 300 Jahre lang einem kleinen Vogel beim Singen zugehört hat, sagt: Navatl-Teil. Ich dachte, dass ich nicht eine lange Zeit da gewesen war, sondern dass ich nur die Zeit verbracht hatte, von da an ich bei Sonnenaufgang, Morgendämmerung, hinausgegangen war, bis zu dieser Tageszeit. Navatl-Teil handelt auch auf diese Weise, und somit sagt dieser Autor über denselben Mönch: Navatl-Teil. Es schien ihm, dass er von morgens, Morgendämmerung, bis etwa 3 Stunden nach Sonnenaufgang, dort gewesen war. Oft bedeutet Navatl-Teil das. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Es hat sich bereits gezeigt, es wurde bereits gesehen, dass sie stark und mutig sind. Navatl-Teil. Schau, dass du uns nicht beleidigst, Soldat, zeige, dass du tapfer und ein Mann der Mannhaftigkeit bist. Absatz 2. Über die Adverbien Navatl-Teil und Navatl-Teil. Die Partikel Navatl-Teil und Navatl-Teil sind sehr ähnlich, auch in der Bedeutung, aber sie unterscheiden sich jedoch, und es ist sehr wichtig, den Unterschied zu verstehen. Navatl-Teil bedeutet normalerweise nur. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Der Grund, warum der König des Himmels Fleisch angenommen hat, war nur, um uns zu retten. Navatl-Teil. Was sollen wir Schurken essen, außer nur Chili und Gräser? Navatl-Teil wird oft mit den Wörtern verbunden, so dass es bedeutet, allein, und in diesem Fall dient es dazu, diese Einsamkeit stärker auszudrücken. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Ich allein kam. Ich bin alleine gekommen. Navatl-Teil. Unser Herrgott befreundet sich nicht allein mit dem Guten. Navatl-Teil bedeutet aber auch, sondern lieber. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, dass es nicht das eine ist, sondern das andere ist. Navatl-Teil. Ich habe ihn nicht geschimpft, sondern ich habe ihn sanft beraten. Montezuma. Der über Cortés spricht, sagte zu seinen Anhängern: Navatl-Teil. Lasst uns nicht hinausgehen, um dem Gott, denn so nannten sie Cortés, mit Krieg zu begegnen, sondern lasst ihn in Frieden und Ruhe in unsere Stadt eintreten. Diese Bedeutung wird verstärkt, wenn Navatl-Teil mit Saltillo nach dem Navatl-Teil platziert wird. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Lass ihn lieber in Ruhe und Frieden eintreten. Wenn Navatl-Teil ohne Saltillo ist, schon, bereits, steht es nach Navatl-Teil zusammen mit dem Adverb Navatl-Teil auch. Und es bedeutet dann das, was das Folgende ist. Das, was dasselbe ist. Derselbe Ort oder die gleiche Zeit. Zum Beispiel: Navatl-Teil. Ich sagte dasselbe. Navatl-Teil. Ich fand sie an der gleichen Stelle. Ich habe sie am selben Ort gefunden.
Navatl-Teil. Ich wurde zur gleichen Zeit geboren. Navatl-Teil. Auf die gleiche Weise. Dieselbe Art ausmachend. Oftmals tut Navatl-Teil nichts anderes, als die Bedeutung des Adverb zu erhöhen, mit dem es verbunden ist. Zum Beispiel. Navatl-Teil bedeutet ohne Rücksicht und Navatl-Teil ist dasselbe, was verstärkt, intensiviert wird. Navatl-Teil bedeutet sanft und Navatl-Teil bedeutet dasselbe, aber verstärkt. Eine Sache, die für Navatl-Teil immer gilt, ist, dass es etwas anderes ausschließt. Zum Beispiel, wenn jemand in großer Eile vorbeigeht und ich zu ihm sage, Navatl-Teil, gehe Stück für Stück und vorsichtig. Mit diesem Navatl-Teil schließe ich die Eile aus, in der er sich befindet. Navatl-Teil mit langem A bedeutet auch nur und schließt alles andere aus. Aber es unterscheidet sich von Navatl-Teil dadurch, dass es vermittelt, dass das, worüber gesprochen wurde, nicht auf diese Weise früher war, sondern auf einen neuen Zustand reduziert wurde, der für Navatl-Teil nicht zutrifft. Zum Beispiel, wenn ich jemanden frage, wie viele Kinder er hat, und er antwortet, Navatl-Teil, oder Navatl-Teil, dann sagt er einfach, er hat nur ein einziges. Aber wenn er sagt, Navatl-Teil, dann meint er, dass er nicht mehr als eines hat, was bedeutet, dass er mehr hatte. Einer, der beklagte, dass seine Siedlung verringert worden war, sagte, Navatl-Teil. Wir Bürger zählen, sind, jetzt nicht mehr als 12. Das Navatl-Teil vermittelt, dass es in anderen Zeiten mehr gegeben hatte. Wie Navatl-Teil bedeutet Navatl-Teil manchmal. Aber, sondern, eher, lieber. Zum Beispiel. Einige Anführer einer Siedlung, weil sie an Ansehen verloren hatten, sagten. Navatl-Teil. Die Indianer werden uns nicht mehr beachten, sondern über uns lachen, uns auslachen und uns verspotten. Navatl-Teil. Es gibt keine Menschen mehr, sondern die Siedlung ist verlassen. Auch mit Navatl-Teil, das annimmt Navatl-Teil ein wenig, ein bisschen, eine gewisse Menge. Oder Navatl-Teil ein wenig. Nach es kann man sagen, was wir meinen, wenn wir sagen, dass jenes sehr wenig ist oder dabei fehlte, um dies oder das zu tun. Zum Beispiel Navatl-Teil. Es fehlt sehr wenig für die Mexika, um zu sterben. Navatl-Teil. Als ich aufstand, stand die Sonne kurz vor dem Aufgang. Navatl-Teil. Es oder er hat fast die Hälfte, den halben Weg, erreicht. Manchmal wirkt Navatl-Teil für sich genommen, um die Bedeutung dessen zu erhöhen, was darauf folgt. Zum Beispiel Navatl-Teil. Er ist extrem stark. Platziert vor Nomen, Adjektiven, Verben oder Adverbien, bedeutet dies, dass die angegebene Bedeutung unfehlbar ist. Zum Beispiel Navatl-Teil bedeutet eine wahre Sache oder wirklich. Also wird Navatl-Teil bedeuten unfehlbar. Ohne jeden Zweifel. Wer sagt Navatl-Teil, der sagt, er wird gehen, egal was passiert. Einer, dem gesagt worden war, dass seine Eltern bald sterben würden, als er einige Zeichen dafür sah, sagte Navatl-Teil. Wie es scheint, wird es unfehlbar erfüllt werden, dass meine Eltern sterben werden. Fünftes Buch.
Viertes Kapitel. Über die Adverbien des Bejahens, Affirmation, Bestätigens, Negierens und Zweifelns. Absatz 1. Über die Adverbien, Navatelteil und andere, mit denen diese oft kombiniert werden. Navatelteil, mit einem Saltillo auf dem letzten Endung, Vokal, bedeutet ja. Navatelteil bedeutet dasselbe, mit einiger Ehrfurcht. Und Navatelteil, mit viel größerer Ehrfurcht. Navatelteil wird oft vor dieser Affirmation, Bestätigung, gestellt, um eine stärkere Betonung zu erreichen, erzielen. Navatelteil, mit einem Saltillo auf dem ersten Vokal und mit dem letzten Endung, Vokal, lang, bedeutet nein. Mit Ehrfurcht sagt man Navatelteil und für eine größere Betonung wird Navatelteil vorangestellt, Navatelteil oder Navatelteil. Das Navatelteil kann und wird oft von Navatelteil weggelassen, entfernt. Zum Beispiel Navatelteil für Navatelteil. Ich kann nicht. Navatelteil für Navatelteil. Gehst du nicht mit? Das Platzieren von Navatelteil nach Navatelteil macht es interrogativ, fragend, was einer Bestätigung entspricht, und es wird vermittelt, dass die Sache notwendigerweise so ist, wie sie ist. Zum Beispiel, wenn ich jemanden frage, ob er irgendwo hingehen soll, dann wird er antworten: Navatelteil. Muss ich nicht gehen? Navatelteil. Wer sonst würde gehen? Wer sonst sollte es tun? Das Platzieren von Navatelteil oder Navatelteil nach diesen Verneinungen, Negationen, hat den gleichen Schub, Druckkraft. Zum Beispiel Navatelteil. Wenn Navatelteil vor Navatelteil oder Navatelteil steht, werden diese zu kausalen, ursächlichen Adverbien und geben den Grund für etwas an. Zum Beispiel Navatelteil. Ich konnte gestern nicht losgehen, weil ich gearbeitet habe. Navatelteil ist dasselbe, obwohl es zu vermitteln scheint, dass es notwendig war, das zu tun oder das wegzulassen, worum es eine Frage gibt. Zum Beispiel, wer an einem Festtag aus der Not heraus gearbeitet hat, kann sagen: Navatelteil. Ich gestehe, dass ich zweimal an Festtagen gearbeitet habe, aber es ist, war, notwendig, weil ich arm bin. Navatelteil. Wo soll ich etwas für meine Kinder herbekommen? Navatelteil. Da sie wie Geschöpfe unseres Herrschers sind, soll ich sie verlassen, ohne mich um sie zu kümmern? Ohne auf sie aufzupassen? Der hier und da eingefügte Navatelteil vermittelt, dass es gute Gründe dafür gab, die Festtage zu verletzen. Dieselbe Person könnte sagen: Navatelteil. Dies ist der Grund, warum ich manchmal die Festtage verletze. Navatelteil wird oft platziert vor Navatelteil und Navatelteil. Und auf diese Weise werden sie nachdrücklicher, obwohl sie dasselbe bedeuten, wie im Folgenden. Ich erzähle, was ein Arzt gesagt hat, und dann sage ich Navatelteil. Es ist sehr wahr, er sprach sehr gerecht, weil er weise war, oder als einer, der weise war. Navatelteil hat eine andere Bedeutung, die Navatelteil fehlt, nämlich dass wir damit bestätigen und auf das antworten, darauf reagieren, was jemand gesagt hat. Zum Beispiel, wenn jemand etwas erzählt, kann ich sagen Navatelteil.
Dies ist die Wahrheit, es geschah in meiner Gegenwart. Wenn jemand sagt, dass er 10-mal gepredigt hat, kann ich sagen, Navatl-Teil. Das ist wahr, das stimmt, es war so oft. Navatl-Teil, zusammen mit Navatl-Teil und Navatl-Teil, die letzten beiden durch Synkope, das Weglassen von Lauten oder Buchstaben innerhalb eines Wortes, abgeleitet von Navatl-Teil und Navatl-Teil, bedeutet auch dasselbe wie die lateinische Konjunktion vel oder zum Beispiel Navatl-Teil. Hast du dich betrunken oder hast du andere betrunken gemacht? Navatl-Teil. Ich habe meine Frau geschlagen, wenn sie mit mir redet, spricht oder nicht schnell reagiert, Dinge nicht schnell erledigt. Wenn Navatl-Teil einer verneinenden, negierenden Äußerung folgt, bedeutet es nicht oder aber auch nicht, weder noch. Zum Beispiel Navatl-Teil. Ich unterrichte meine Kinder nicht, noch lernen sie etwas Gutes, sondern ich beschäftige sie nur mit Spielen. Das Adverb Navatl-Teil hat den gleichen Schub, Stoßrichtung. Zum Beispiel Navatl-Teil. Es gibt einige, die in der Stunde des Todes beichten, nicht weil sie Gott lieben, noch weil ihre Sünden sie schmerzen, sondern um nicht zur Hölle zu fahren. In diesen Beispielen entspricht das Wort weder noch dem Navatl-Teil oder Navatl-Teil auf Mexikanisch. Manchmal verhält sich Navatl-Teil oder Navatl-Teil genauso wie Navatl-Teil als Anzeichen des Imperativ und Optativ. Zum Beispiel Navatl-Teil. Bitte Gott, dass denen, die mich hassen, einiges Leid, Elend, widerfährt. Mögen sie sterben. Navatl-Teil. Hier ist niemand, der mich kennt. Möge euer Gnaden mich begünstigen. Navatl-Teil. Stimmt es, dass die Diebe heute Abend dein Haus betreten haben? Navatl-Teil. Warum hast du uns nicht angeschrien? Wörtlich. Rufe zu uns. Ruf uns an. Navatl-Teil. Wollten wir dich nicht bevorzugen? Absatz 2. Über die Adverbien Navatl-Teil und über die Interjektion Zwischenruf Navatl-Teil. Obwohl Navatl-Teil ein Nomen ist. Zum Beispiel Navatl-Teil. Ich sage die Wahrheit. Es wirkt auch wie ein Adverb, wirklich, wahrheitsgemäß. Das Platzieren von Navatl-Teil davor macht es kraftvoller. Zum Beispiel Navatl-Teil. Bist du wirklich unser König? Das Platzieren von Navatl-Teil danach macht es noch kraftvoller. Zum Beispiel Navatl-Teil. Wahrlich und ohne Zweifel jeglicher Art, er hat sich viel Mühe gegeben, hat alles getan, was er konnte, und hatte große Schwierigkeiten dabei, den Staatenbund zu regieren. Navatl-Teil ist die Frage von jemandem, der von etwas überrascht ist, was er kaum für möglich hält. Zum Beispiel, wenn jemand eine Frau sieht, die im Leben sehr schön war, jetzt aber tot und übelriechend ist, kann er sagen, Navatl-Teil. Ist es möglich, dass dies diese Dame ist, die so anmutig und schön war? Dieses Sprichwort von Solomon ergo ne credibile est. Daher ist es nicht glaubwürdig, und so weiter. Ist es glaubwürdig, dass Gott unter den Menschen ist? Kann wie folgt gesagt werden. Navatl-Teil. Kann es wahr sein, dass der Herr des Himmels, der Herrscher Gott, unter die irdischen Menschen kommt, kommen sollte? Navatl-Teil ist ein Interrogativ, Fragendes,
Äquivalent zu Lateinisch. Num. Und? Ne. Und Spanisch. Por ventura. Vielleicht. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Willst du was essen? Manchmal wird Navatl-Teil mit einem Saltillo nach dem Navatl-Teil platziert. Navatl-Teil. Ist dein Vater gestorben? Wenn Navatl-Teil vor Navatl-Teil steht, steht es vor einem Nomen oder Verb und drückt aus, dass man es nicht wagt, es zu bestätigen. Entweder weil man sich nicht sicher ist, ob das Wort richtig ist, oder weil man vermitteln will, dass der Name verwendet wird, nicht weil er dem Verstand des Sprechers entspricht, sondern um sich an diejenigen anzupassen, die diesen Namen verwenden. Zum Beispiel. Ein Prediger möchte sagen, dass es einige Betrüger gibt, die sein Publikum betrügen, täuschen. Und wenn er diese beim Namen nennt, dann sagt er: Navatl-Teil. Diese sind diejenigen, die du Zauberer mit Hagel nennst, und diejenigen, von denen du sagst, oder von denen du behauptest, sie sprechen mit den Wassergöttern, und von denen, die behaupten, Hexen zu sein. Wenn sie jemanden benennen wollen und sich nicht gut an seinen Namen erinnern, verwenden sie Navatl-Teil, was dasselbe ist wie Navatl-Teil. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Sie gaben einem Mann Peitschenhiebe. Ich weiß nicht, ob er Pedro heißt. Navatl-Teil bedeutet vielleicht. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Vielleicht komme ich morgen oder übermorgen. Es ist oft interrogativ, fragend und verhält sich wie Navatl-Teil und dann wird Navatl-Teil normalerweise danach platziert. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Hast du herausgefunden, wie der Statthalter bereits angekommen ist? Es wird oft kombiniert mit Navatl-Teil, wenn es folgt, um zu sagen. Navatl-Teil. Vielleicht ist das, was sie zu dir gesagt haben, nicht wahr. Es wird auch oft zusammengesetzt mit Navatl-Teil, niemand, um zu sagen, Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Ich dachte, dass mir niemand helfen würde. Navatl-Teil oder Navatl-Teil oder Navatl-Teil sind Interjektionen, Zwischenrufe, von jemandem, der vor Schmerz oder Trauer schreit. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Oh, wehe mir. Absatz 3. Über die Adverbien Navatl-Teil und Navatl-Teil. Navatl-Teil ist ein zweifelausdrückendes Adverb, das verwendet wird, wenn man bezweifelt, ob das, was man sich wünscht oder hofft, nicht das, was man fürchtet, passieren wird. Manchmal wird es als Zufall übersetzt, manchmal als Gabe Gottes, Beihilfe von Gott. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Werde ich vielleicht das Glück haben, dass du mir hilfst? Navatl-Teil. Wenn Gott es so will, dass wir eine gute Ernte haben, dann werde ich meine Tochter heiraten. Vielleicht wird Gott gewähren, dass bis dahin ein tugendhafter Junge auftaucht, sich zeigen wird. Navatl-Teil besteht aus Navatl-Teil, wie oben erklärt, und Navatl-Teil. Es bedeutet vergeblich, vergebens. Wie ein einfaches Navatl-Teil, wenn auch mit größerer Betonung. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Nicht umsonst, diese sind die Worte einer abergläubischen Person, oder ohne Grund, kommt die Eule weiterhin nachts, um zu schreien. Sie prognostiziert, orakelt, etwas. Vielleicht wird einer von uns sterben. Wenn jemand eine falsche Aussage über einen anderen macht,
und sagt, er sei ein Dieb, in der Hoffnung, ihn bestrafen zu lassen, und er wurde nicht bestraft, dann kann er sagen, Navatl-Teil. Wegen nichts, und ohne Gewinn, Vorteil, Nutzen, sagte ich fälschlicherweise, er sei ein Dieb, weil sie ihn dafür nicht bestraft haben. Wenn er sagte, Navatl-Teil, würde er meinen. Falsch und verlogen sagte ich über ihn, dass er ein Dieb sei. Es stimmt, es ist wahr, dass manchmal, Navatl-Teil, und, Navatl-Teil, als Synonyme zusammenkommen. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Es ist zu spät, wir sind vergeblich gekommen, die Feier, das Bankett, oder ähnliches, ist schon vorbei. Navatl-Teil ist interrogativ, fragend, und bedeutet, was ist der Sinn davon? Wozu soll das gut sein? Was nützt es? Zum Beispiel, Navatl-Teil. Was nützt es, ihm zu dienen? Navatl-Teil. Er wird dich nicht bezahlen. Navatl-Teil wird stattdessen verwendet. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Welchen Sinn macht, hat, es, ihm Ratschläge zu geben? Navatl-Teil. Hört er auf das, was zu ihm gesagt wird? Navatl-Teil bedeutet dasselbe mit dem Verb, Navatl-Teil. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Was bringt es mir, welchen Nutzen wird es für mich haben, dorthin zu gehen? Navatl-Teil. Was nützt es mir, ihn zu schelten, bestrafen, wenn er nicht das tut, was ihm gesagt wird? Navatl-Teil oder Navatl-Teil ist eine Zusammensetzung von Navatl-Teil und bedeutet dasselbe. Zum Beispiel. Ein Autor sagt Folgendes über einige Leute, die versucht haben, etwas sehr Schweres zu bewegen, es aber nicht konnten. Navatl-Teil. Vergeblich üben sie ihre ganze Kraft aus, denn sie rühren es keinen Schritt. Navatl-Teil ist dasselbe wie Navatl-Teil. Zum Beispiel. Navatl-Teil. Sie suchten 2 Tage lang nach ihrem Sohn und konnten ihn nicht finden. Vergeblich und nutzlos schauten sie sich um, und sie gingen in die eine und in die andere Richtung.